Jo, also das haben wir jetzt. Was? Ja, Mist. Problem, der kriegt jetzt nur den Überschuss, den die Fabriken produzieren, also die Refineries, wenn sie denn gerade Öl umsetzen, was sie ja nicht immer tun. Oder sehe ich da was falsch? Erstmal könntest du hier auch das da bekommen. Nee, brauchst du gar nicht. Wir brauchen erstmal mehr Öl, sehe ich gerade. Also ich dachte, ich hätte eigentlich inzwischen das Ölproblem so ein bisschen beseitigt gehabt, dadurch, dass ich den ganzen Öldingern hier Speedmodule und sonst was gegeben habe. Aber nö, nicht wirklich. So, so, so. Achso, da fehlen auch noch Pumpjacks MK2. Da, bauen wir davon so 3, 4 Stück. Und setz auch ruhig ein paar auf neue Felder. Ich hätte jetzt gerne in den nächsten Folgen mal keine Probleme in der Hinsicht. Das wäre echt schick. Wieder ein Angriff. Diesmal schießen 30 Türme und nicht 3. Das klingt schon mal wesentlich besser. Ist das Rohr? Ja, 0,1 im Rohr. Ist doch albern. So, erster ist fertig. Du bist ein Zweier, du bist ein Zweier. Hau hier mal ein Zweier hin, wenn er da reinpasst. Warum passt du da nicht? Den da kann ich wegmachen, glaube ich. Mal das Untergrundrohr. Mach das Untergrundrohr mal weg. Hä? Das ist... Achso, das ist ein Geothermalextraktor. Gut, das ist dann irgendwie verständlich, dass das nicht klappt. Du, dahin, dahin. Wo ist denn... Da ist der Richtige. Schon besser. Also mach den dahin, du kriegst auch Strom. Sogar an der richtigen Stelle. So, das ist der eine. Pumpjack, da ist der zweite. So. Sollte jetzt schon mal gut abgehen. Oh. Strom. 131 Türme schießen. Ja. Wie war das mit den Akkus? Das wären die da. Brauchen blaue Chips. Ja, nee, das kann ich erstmal knicken. Dann müssen wir es mit Overkill an lila Akkus machen. 74 Türme schießen. Buff, volle Auslastung. Akkus alle. Die gehen ziemlich schnell alle. So, wir waren beim Öl. Da ist noch einer. Haut den mal bitte hierhin, dahin, dahin, dahin. So, und du kriegst... In der Speedmodule haben wir wieder keine. Aber das sollte jetzt eigentlich erstmal okay sein. Ja, 0,8 im Rohr ist besser als 0,1 im Rohr. Und das Ding füllt sich. Gut, ihr seid am Brennen. Durchgehend. Ich krieg auch durchgehend mein Zeug. Du bist am Arbeiten. Und es fehlt Schweröl. Warum nimmst du dir das nicht aus dem Tank? Weil da eine Pumpe ist. Die Pumpe verhindert, dass das Ganze da reinkommt. Okay, warte mal ganz kurz. Ich mach die Pumpe jetzt mal weg. Jetzt müsste das auch zurück aus den Tanks hier reinlaufen, richtig? Richtig. Haha, ich bin so schlau und so Zeug. Genau, ist jetzt durchgehend voll. Okay. Leichtöl haben wir noch, die Brennstoffblöcke. Ist okay. Wie viel Knochen haben wir eigentlich gerade? 7300. Also ich muss eventuell überlegen, ob ich nicht lieber aus den Knochen das hier anfeuere. Aber ich denke, wenn wir überall nachher Pumpjacks MK2 haben und überall Speedmodule, sollte das schon hinhauen. Apropos Speedmodule, die müssen angemacht werden. Ja, ich brauche meine Speedmodule. Davon brauche ich 50 Stück locker. Hier sammeln sich schon die ersten blauen Chips, das ist gut. Du kannst auch ruhig mal wieder arbeiten. Bis hin zu dem da.
So, Lava. Lava war auch ein Problem. Also macht bitte das da dahin. So, hilft da ein bisschen mit aus. Wo waren die? Das waren die Pumpjacks. Das war hier. Bau noch zwei davon. Na komm, mach gleich drei davon. Dann kommen die alle hier hin und dann ist das okay. Ja, weil 1200 ist schon wieder ganz schön mau. Die sind alle viel zu langsam. Die brauchen alle Speed-Module. Speed, 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 Speed. Geht nicht anders. Oh. So, bitte einmal das Rohr da kurz weg. Da zwei Rohre vor und dann dich, damit wir da Pumpen hinhauen können. Nicht unbedingt eine Einerpumpe. Komm schon, hier, gutes Zeug. So, Geothermal. 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 Ding, 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 ding. So. Die sollten eigentlich alle die MK3 Produktivitätsmodule bekommen. Damit die Lava länger hält. Haben wir nur erstmal nicht. Oder was sagst du dazu? Vier Stück. Ist ein Anfang. Ist ein Anfang. Warum arbeitest du nicht? Weil es zu zähflüssig ist, hm? Okay. Zack, zack. Ja, saug, 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 saug. Sehr gut. Du da. Forschung ist am Laufen. Das ist sehr gut. Was brauchen jetzt die Dinger? Die brauchen Smart Inserter, Plastic Bar, Advanced Circuit und Rubber. Rubber ist das Problem. Das heißt... Erstmal können wir schon mal eine Kiste dafür vorbereiten. Du stellst bitte gleich her. Wo bist du? Das... Hä? Orangenes Science Pack. Technologie Science Pack. Ah, da. Okay, das... muss ich hier einstellen. Und hier ist es nicht bei. Ah, das ist komisch. Ach so, vielleicht bauen wir das in einer Chemiefabrik und nicht in einer regulären Fabrik. Haben wir eine Chemiefabrik irgendwo rumliegen? Nö. Bauen wir kurz eine? Das wäre jetzt komisch, weil das hat eigentlich keine... Achso, ich kann es noch nicht reintun. Hör auf, die Chemiefabrik zu bauen. Ich kann es noch nicht reintun, weil ich es noch nicht erforscht habe. Eventuell. Ja, sogar sehr wahrscheinlich. Okay, das wäre das Problem gewesen. Module. Oh ne, stopp, stopp, stopp. Bevor wir Module machen, setz erstmal die da. Gut. Alles voll, alles gut. 1,1 Gigajoule. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Welt hatten wir 2 oder sogar 3 Gigajoule Kapazität. Also da geht noch einiges. Inzwischen müssten wir auch genug Batterien haben, richtig? Gib mir mal immer 200 Batterien, bitte. So. Ja, also das wird regelmäßig erweitert, das ist okay. Lava-Tanks fühlen sich jetzt besser. Die 1200er nicht so ganz. Ja, okay. Also schnell Speed-Module holen. Alle Speed-Module hier in die 1400er zu 1200er reinhauen. Sonst haben wir bald wieder kein Kupfer mehr. Das will ja keiner, ne? So. Speed. Speed, 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 Speed. Wie schaut's hier aus? Hier ist alles super gut. Warum auch immer. Ja, da ist alles gut. Hier werde ich mir 4 neue rausnehmen können. Genau.
57 Türme schießen und eine Steinmauer wird beschädigt. Ja, das müsste ich eigentlich auch immer und immer und immer wieder zwischendurch machen. Die ganzen Mauern ersetzen. Das ist ein bisschen lästig. So, du. Was geht mal, du da? Miau. Miau. Gut. Das eine Ding sollte auch reichen, hoffe ich mal. Brauch 100 dafür. Brauchen wir die nächste Stufe? War Science Packs? Ne, erstmal nicht, ne? Ich will ja eigentlich nur dahin. Und danach brauche ich nur einfach mehr davon. Ja, okay. Dann bin ich echt gespannt. Weil wenn die jetzt 3 oder 4 Slots haben, die nächsten Schmelzöfen, und wir dann alles mit den 7er Modulen vollhauen, das muss richtig abgehen. Schön, 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 schön. Da habe ich die Speed-Modul reingetan. Was noch? Grüne Chips hatten wir jetzt wieder mehr. Wir hatten aber nicht genug rote und blaue. Das heißt, ich könnte die Gussanlagen für die grünen Chips jetzt wegmachen. Warum arbeitest du nicht? Das ist keine Eisenplatten. Hier in einem Eisen... Oh, ups. Hier in einem Eisenplatten. Oh, hast du keine Eisenplatten? Jetzt gehe ich wieder nach oben und sehe, dass die Tanks für Eisen leer sind. Lass mich raten. Ich habe keinen Strom. Sieht beunruhigend aus. Eisentanks sind da. Eisenplatten sind hier auch voll. Es wird nur nirgendwo eingelagert, hm? Wo ich unten die... Doch, aber es ist nur ein so doofes Ärmchen. Mach bitte aus den Ärmchen die Ärmchen und mach aus der Kiste bitte eine große rote Kiste. Damit sollte das Problem behoben. Es braucht blaue Chips. Ja, ich muss mir jetzt blaue Chips irgendwo stibitzen. Wahrscheinlich. Nee, nicht da rein. Da kommst du nie wieder raus. Hier habe ich irgendwo blaue Chips gesehen. Da, gib her. Zack. So, jetzt bauen wir eine große rote Kiste. Eigentlich bauen wir zwei große rote Kisten. Ja. Du da. Und beschränk dich bitte auf. So. Jetzt haben wir wieder genug Eisen im System, richtig. Und dich beschränken wir bitte mal auf so. So nimmt ihr mal von oben, ne? Ja, okay. Beschränken wir trotzdem auch bitte auf so. Machen wir so, so, falls da mal was ankommt. Und aus dir machen wir ebenfalls eine große Kiste. Sehr gut. So, Forschung ist durch. Ich will Schmelzöfen. Oh. Ja, jetzt müssen wir die bauen, ne? Oh, wir können in der Zwischenzeit bessere Fabriken bauen. Ja, mach mal. Wusel, 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 wusel. Gib mir das Speed-Modul. Gib mir die 4 da. So, ist das Chip-Problem jetzt gelöst? Ich sehe ganz viel hier rumfliegen. So, du hast genug Eisen, du hast genug das, hast du genug Kupfer? Ja, hast... Na, ist okay. Kommst hinterher. Woran hapert es gerade? Nirgendwo dran. Es läuft flüssig, es wird schnell genug abtransportiert, es wird schnell genug reintransportiert. Bräuchten wir nicht mal sehr schnelle Ärmchen. Ja, okay, das können wir so lassen. Du bekommst nicht schnell genug rein und wahrscheinlich auch nicht schnell genug raus. Ha, da. Wir können genau 2 bauen, das ist super. Einmal raus, einmal rein. Ha, ist das schön. Sehr gut, sehr, sehr gut. Haken. Wir brauchen trotzdem die Flüssigsachen. Wir brauchen trotzdem die 3 Doppelzöpfe und brauchen alles. Warum? Tungsten. Ja. Okay.
Trotzdem könnte es für alle Zwischenprodukte interessant sein. Also für die ganzen Eisen- und Kupfer- und Stahlsachen. Dafür brauchen wir dann die Lava-Geschichte. Das heißt, eigentlich müssten wir es nur so erhitzen, dass wir später Tungsten herstellen können. Außer ich habe wieder irgendwas übersehen. Ich sollte es wirklich so ausbauen, dass wir alle Lava-Hitzegrade einfach vorrätig haben. Irgendwann sind die Tanks voll und dann wird da eh nichts mehr verbraucht. Das ist okay. Aber, ne? Alles zu seiner Zeit. Erstmal müssen wir jetzt die neuen Science Packs herstellen.